Ja, wir haben schon in der ersten Halbzeit noch zwei klare Torchancen liegen lassen, in der zweiten Halbzeit nicht mehr die klaren Torchancen gehabt, aber doch am Ende dann noch gut Druck gemacht. Vielleicht hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen, aber der wurde nicht gegeben, leider. Ja, wir müssen damit leben. Hilft nichts. Englische Wochen sind schon ein bisschen was Ungewöhnliches, aber wir hatten davor in Stuttgart auch eine englische Woche, die wir da positiv abgeschlossen haben mit einer weiten Fahrt. Von daher, wir sind halt Profis, ne? Wir müssen das eigentlich abkönnen und dafür trainieren wir täglich. Ja, es ist viel los und gerade in der Stadt sind immer genügend Leute bei schönem Wetter anzutreffen und ja, das macht schon sehr lebenswert hier. Wenn wir freitags losfahren, dann warten wir so ein bisschen, bis die zweite Liga endlich anfängt und schauen das natürlich und bis dahin wird geschlafen, Buch gelesen oder irgendwelche Serien auf dem iPad geguckt. Also wir haben schon eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität in der Mannschaft, aber auch eine brutale Geschlossenheit. Wir stehen total, wenn einer ausfällt, dann springt wer anders ein. Wir hatten ein Spiel in Regensburg, wo viele Leute gesperrt oder verletzt waren und wir haben eine Breite im Kader und wir können das auffangen. Und da haut sich jeder immer rein. Ausdauernd. Vielleicht auch clever und schwer aus der Ruhe zu bringen. Solange es mit dem Terminkalender der dritten Liga oder der Trainer vereinbar ist, bin ich natürlich immer dabei und verkleide mich gerne und mische mich unter die Leute. Meine verrückteste Verkleidung. Ich bin mal ins Briefkasten gegangen. Ja, mein Vater war mein Trainer früher und der hat mich quasi so vor dem Verein angemeldet, war dann auch Jugendleiter und ja, der ganz normale Weg dann. Ich hatte gar keine andere Wahl, irgendwas anderes zu machen. Ja, natürlich schaue ich da drauf und wir ärgern uns auch untereinander in der Mannschaft. Wir haben ja jeder seinen Lieblingsverein und gucken da auch ein bisschen mit einem Auge drauf. Und ja, wenn die Kölner da mal gewinnen oder verlieren, kriege ich auch mal einen blöden Spruch oder kann einen drücken. Und ja, die machen es ganz ordentlich, Aufsteiger und stehen, glaube ich, ganz gut in der Tabelle da. Ja, ich spiele da schon ziemlich gerne. Ich bin da auch groß geworden. Ich wurde da ausgebildet in Köln und wurde dann relativ zum Seniorenbereich mal umgeschult als Linksverteidiger. Was ich auch gerne spiele, womit ich mich auch identifizieren kann. Aber als Innenverteidiger bin ich halt quasi groß geworden und da habe ich schon am meisten Stärken, glaube ich. Ja, ist gar nicht so einfach, weil der Fußball schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn wir aber mal freie Zeit haben, fahre ich ganz gerne in den Skiurlaub oder ja, alleine das Zeitverbringen mit meinen besten Freunden ist natürlich extrem wichtig. Ja, es war Wahnsinnsgefühl. Es war 50.000 Zuschauer waren da, ist ausverkauft. Kaiserslautern war Aufsteiger. Ich habe gegen Floh gespielt, da unterhalten wir uns auch öfter mal drüber. Und es ist dann zwar nicht so gelaufen, wie wir das uns vorgestellt haben, aber ja, das vergisst man nicht. Mein persönliches Highlight war definitiv das Osnabrück-Spiel in Osnabrück, wo wir dann komplett mit der ganzen Mannschaft auf dem Zaun waren. Das war schon unfassbar, wie viele Fans da waren und sehr beeindruckend.